Wir haben die fünfte Station auf unserer Spanienreise erreicht, haben etwa 2000 Kilometer bis hierhin zurückgelegt und jetzt geht unsere Reise weiter. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir nutzen den Stellplatz Spätzle Fritz als Etappenplatz. Diesen Platz gibt es schon sehr lange, ist einer der ältesten in Spanien. Wir fahren diesen Platz schon mehr als 10 Jahre an. Der Stellplatz hat ein Restaurant. Besucht man das Restaurant, dann entfällt auch die Stellplatzgebühr. Dieser Stellplatz wird von vielen Campern als Etappenplatz genutzt. Der Stellplatz ist auch weithin bekannt. Ich habe über diesen Platz schon mehrfach berichtet, deshalb erspare ich mir die Details. Wer noch mehr wissen möchte zum Platz, der schaue sich bitte die Videos an. Ich verlinke sie mal. Eine Sache, die gibt es glaube ich noch nicht so lange, das ist dieser Verkaufsstand. Hier werden Produkte aus der Region verkauft. Da kann man Orangen, Mandarinen, Olivenöl, Honig und so weiter erwerben. Es gibt Zeiten, da ist dieser Stellplatz bis auf den letzten Platz ausgebucht oder belegt. Aber jetzt, am 26. Januar, hält sich das alles in Grenzen. Es sind noch einige freie Plätze da. Abends gehen wir auch ins Restaurant essen. Ist immer ganz angenehm, wenn man so auf der Durchreise ist und nicht selber kochen muss, sondern hier sich was bestellen kann im Restaurant. Oft kommt man hier im Restaurant auch mit anderen Campern ins Gespräch und so erfährt man dann auch häufig was Neues. Das Restaurant und auch der Stellplatz heißen ja Spätzle Fritz. So bestellen wir uns auch ein Gericht hier mit Spätzle und zwar den Schlemmertopf. Das ist Schweinefilet auf Spätzle. Hat uns sehr gut geschmeckt. Nach einem guten Essen und netten Gesprächen ging es dann wieder zurück ins Mobil und wir haben dann eine grusame Nacht gehabt. Am nächsten Morgen etwa gegen 8:30 kam der Bäcker, so dass man sich ein frisches Baguette kaufen kann und er hat noch andere Sachen dort im Angebot. Wir frühstücken immer ganz in Ruhe, so geht es etwa bei uns um 9:30 Uhr weiter. Wie ich schon im vorigen Video berichtet habe, ist ja die Autobahn hier mautfrei, so fahren wir direkt von dem Spätzle Fritz Richtung AP7. Bis zur Autobahn sind es etwa 4 Kilometer. Unser nächstes Ziel ist ein Stellplatz in der Stadt Moncofa. Es sind bis dorthin nur 120 Kilometer etwa. Wir haben diesen Stellplatz auch schon im letzten Jahr angefahren. Jetzt ist er neu erstellt worden und deshalb möchte ich gerne darüber nochmal berichten. Wir fahren diesen Stellplatz auch deshalb gerne an, weil die viele Stellplätze sind um diese Jahreszeit in Spanien voll besetzt. Und hier wissen wir aus Erfahrung, dass wir dort eventuell einen Platz kriegen oder eher einen Platz bekommen. An der Abfahrt 49 verlassen wir die Autobahn und fahren Richtung Moncofa. Auch dieser Stellplatz liegt nur wenige Kilometer von der Autobahn entfernt. Die Mautstation ist noch vorhanden, aber es gibt keine Schranke mehr, so kann man ohne zu bezahlen durchfahren. Man muss nicht durch die Stadt fahren, um zum Stellplatz in Moncofa zu kommen. Es gibt eine Strecke im Außenbereich, die auch ausgeschildert ist, also wo der Stellplatz beschildert ist. Das Navi will natürlich anders fahren, aber das ignorieren wir jetzt. Wir fahren jetzt hier den Schildern nach und dann findet auch das Navi diese Strecke. Die Straße zum Stellplatz ist gut ausgebaut, auch wir mit unserem Gespann haben kein Problem. Wir durchfahren mehrere Kreisverkehre mit immer wieder Hinweisschildern zum Stellplatz und so haben wir kein Problem und finden den Stellplatz sehr gut. Aber auch wenn wir nach Navi gefahren werden, werden wir ohne Probleme angekommen. Ja, jetzt sind wir beim Stellplatz angekommen, hier ist die Zufahrt, alles kein Problem. Es handelt sich hier um einen einfachen, geschotterten Platz, wie man das auch sieht. Es stehen einige Pfützen hier, es hat also wohl die Tage vorher hier mal geregnet. Wir versuchen immer einen Platz zu finden, wo wir unseren Hänger nicht abhängen müssen. Also muss er schon ganz ordentlich lang sein, denn wir sind insgesamt mindestens 12 Meter oder etwas über 12 Meter lang.
Der Platz ist kostenlos, hat keinen Strom, aber eine End- und Versorgung. Wir haben einen Platz gefunden, wo wir so angehängt stehen bleiben können. Wie man hier sitzen, die Plätze auch nicht sehr breit, ist vielleicht auch gewollt so, denn man darf hier nur 48 Stunden stehen, wird aber wohl nicht kontrolliert. Also ich habe von einem Nachbarn gehört, dass er hier länger gestanden hat, also eine Woche gestanden hat und ihm nichts passiert ist. Am Ende des Platzes ist die End- und Versorgung. Es handelt sich um eine große Betonplatte. Hier gibt es einen Bodeneinlass. Dieser Bodeneinlass, der hat so einzelne Gitter, die man hochnehmen kann. Also hier kann man auch seine Fäkalien entsorgen. Das heißt, man öffnet dieses Gitter und ich lege dann den Schlauch dort rein und kann dann auch meinen Festtank hier entleeren. Dann gibt es hier noch einen Ausguss für die Kassette. Diese beiden Kanalanschlüsse laufen ohnehin zusammen. Das heißt also der Bodeneinlass und diese Kassette. Also kann man auch in den Bodeneinlass Fäkalien entsorgen. Ein Frischwasseranschluss ist auch vorhanden. Hier kann man also auch kostenlos Frischwasser zapfen. Es gibt direkt angrenzend Freiflächen, wer jetzt also ganz dringend mal mit dem Hund gehen muss, hat hier die Möglichkeit. Es gibt aber weitere Freiflächen, wo man auch mit dem Hund spazieren gehen kann. Wenn die Sonne durchkommt, dann wird es auch schnell mal warm. So steigen dann die Temperaturen schon mal bis 20 Grad an hier. Ein Blick auf den ehemaligen Stellplatz, das sind so Parkflächen hier. Hier konnte man längs stehen und dann hatte damit natürlich mehr Platz und keinen Hund direkt vor sich. Den alten Stellplatz kann man nicht mehr befahren, er ist blockiert durch Betonklötze. Na? Ein Blick aufs Meer. Ja, wunderschön, endlich. Und die Sonne scheint. Ja, richtig. Da freuen wir uns da. Ja, und hier scheint das auch mit dem Unwetter nicht so dramatisch gewesen sein. Zumindest sieht man hier keine Schäden. Schäden waren wohl doch da, man hat sie bloß größtenteils schon beseitigt. Ende Januar ist hier am Strand natürlich wenig los oder man kann sagen so gut wie nichts. Also wer hier jetzt lange Strandspaziergänge machen möchte, der kann das hier ganz in Ruhe tun. In der Stadt mit der Zugang zum Strand sieht man noch die Schäden von dem Unwetter, was hier geherrscht hat. Wir sind auf dem Weg zum Einkaufen. Wir suchen oder wissen, wo Mercadona hier ist und wollen dorthin und sehen dabei, dass doch einige Bars und Restaurants hier geöffnet haben, sodass man hier auch essen gehen könnte, wenn man das möchte. Mitten in der Stadt gibt es den Supermarkt Mercadona. Er ist geschätzte 1 bis 1,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Diese Mercadona-Märkte gibt es fast in jeder größeren Stadt in Spanien. Sie sind gut sortiert, sie haben eine Frischfleischabteilung, sie haben frischen Fisch und natürlich auch die gängigen Produkte, die man so fürs tägliche Leben braucht. So zum Beispiel brauche ich mein Bier und hier haben die auch das Krombacher Bier und das noch im Angebot. Die Dose 0,33 für 37 Cent, da freut sich der Biertrinker. Wir haben immer für die ersten 4 bis 5 Tage Lebensmittel an Bord, zumindest frische, und dann müssen wir wieder auffüllen und das haben wir in diesem Fall getan. Wir sind jetzt den zweiten Tag auf dem Stellplatz hier in Moncofa. Hier gibt es keinen Strom, so müssen wir mit unseren Batterien hinkommen. Das hat auch gut geklappt mit unseren Lithium-Batterien und über Solar bekommen wir auch einiges rein, aber nicht immer scheint die Sonne. Und so habe ich mal aufs Dach geschaut, ob die Solarfelder frei sind und auch genug dadurch geladen wird. Unser Mobil oder der Lack von unserem Mobil ist ja versiegelt worden und das Dach damit auch. Somit war das Reinigen kein Problem und das Dach war auch noch recht sauber. Ist doch nicht dreckig? Nee. Ja, hatten wir ja gedacht, ne? Also vorne ist so ein bisschen, das kann ich aber nicht. Am nächsten Tag sollte es weitergehen, aber es gab ein Hindernis. Unser Mobil zeigte im Tacho einen Fehlercode an, den ich erst nicht zuordnen konnte. Daraufhin habe ich den MAN-Service in Deutschland angerufen. Hier bekam ich die Information, dass es sich um einen Sensor am Turbolader handelt, der ausgetauscht werden musste. Das Fahrzeug funktionierte auch noch, lief auch noch, aber wir müssen irgendwo eine MAN-Werkstatt aufsuchen.
Wir haben aber erstmal Fähr- und Entzeugt und dann ging es weiter Richtung Autobahn, Richtung Valencia. Und während wir gefahren sind auf der Autobahn, hier vielleicht nochmal kurz die Mautstelle, wir brauchen also hier auch keine Maut mehr bezahlen, man fährt so durch. Während wir jetzt auf der Autobahn gefahren sind, hat Rita dann mit ihrem Handy bei Google Maps gesucht, wo die nächste größere MAN-Werkstatt ist. Rita ist dann auch fündig geworden. Im Umkreis oder in der Nähe von Valencia, im Außenbereich, gibt es eine große MAN-Werkstatt. Die haben wir hier bei Google Maps gefunden und die war auch gut zu erreichen. Fast alles über Autobahn. So erreichten wir im Laufe des Vormittags etwa gegen 10:30 die Werkstatt hier, die MAN-Werkstatt. Dort gab es in der Reparaturannahme eine junge Frau, die Englisch sprach. Der konnte ich erklären, um was es geht und welche Probleme wir mit unserem Fahrzeug haben. Und ja, daraufhin wurde auch gleich ein Reparaturauftrag geschrieben und jetzt hieß es erstmal warten. Ja, jetzt hieß es warten, bis wir dran sind. Insgesamt haben wir mehr als 5 Stunden warten müssen. Am späten Nachmittag, es war 16.30 Uhr, waren wir dann dran und konnten mit unserem gesamten Gefährt in die Werkstatt fahren. Wir haben vorne zwischen Fahrer- und Beifahrersitz eine große Klappe oder einen Deckel, den kann man öffnen. Von dort aus kann man an den Motor ran und das Teil, das dort ausgetauscht werden muss, war gut zugänglich. Das Teil war auch vorrätig, das war ja schon mal sehr wichtig, dass das Ersatzteil da war. Und so hat die gesamte Reparatur etwa 20 Minuten gedauert. Dann wurde mal alles mit dem Laptop geprüft, ob der Motor und das alles wieder richtig läuft. War auch so. So konnten wir dann glücklicherweise die Werkstatt relativ schnell wieder verlassen. Das Ganze musste natürlich sofort bezahlt werden. Reparaturkosten waren in diesem Fall 274 Euro. Davon waren etwa 200 Euro das Ersatzteil. Der Rest war Arbeitslohn. Es war mittlerweile nach 17 Uhr und somit haben wir uns entschlossen, nicht mehr sehr weit zu fahren. Und so kennen wir einen Stellplatz, der liegt im Außenbereich auch von Valencia, Biterra, kennen viele. Dort ist ein Stellplatz, den man gut anfahren kann, der auch nah an der Autobahn liegt. Es waren von der MAN-Werkstatt bis zu diesem Stellplatz etwa 20 Kilometer. Wir kennen den Platz. Ich habe von diesem Platz auch schon mal ein Video erstellt. Das ist schon einige Jahre her. Kann man sich gerne auch mal anschauen, wenn man da Näheres wissen möchte. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal einige Bilder vom Platz. Wir kommen immer gerne bei Tageslicht auf einem Campingplatz oder Stellplatz an. Es ist immer alles etwas einfacher bei Tageslicht, auch wenn man rangieren muss, als wenn es schon dunkel ist. Dieser Stellplatz wird nicht nur gern als Etappenplatz genutzt, er wird auch von vielen gern genutzt, um sich die Stadt Valencia anzusehen. Von dem Stellplatz aus sind es nur wenige hundert Meter bis zu einer Bahnstation. Von dort aus kann man mit der Bahn in die Stadt Valencia fahren und sich die Stadt anschauen. So, wir sind jetzt auf der Einfahrt zum Stellplatz. Der Stellplatz hat sich in den letzten Jahren verändert oder ist vergrößert worden. Hier im vorderen Bereich sind jetzt auch für große Fahrzeuge Plätze gemacht worden. Und ja, wir hoffen, wir können hier angekuppelt oder angehängt mit unserem Anhänger stehen. Wir haben einen Platz gefunden und konnten uns so komplett dorthin stellen. Man muss allerdings sagen, wenn man hier angehängt stehen bleiben will und bei einer Länge von 12 Meter, zahlt man 5 Euro extra. Die Platzgebühr ist 12 Euro, 5 Euro kommen oben drauf. Wenn man angehängt stehen bleiben möchte, wenn man abhängt, bleibt der Preis bei 12 Euro. Der ältere Platzteil ist umgeben von einer Mauer und ja, stellt sich da wie so etwa ein Innenhof. Diesen Stellplatz darf man auch mit einem Wohnwagen nutzen. Ganz am Ende des Platzes ist die Rezeption und auch ein kleines Restaurant. Hier gibt es auch Toiletten, Duschen, Waschmaschinen, also das gesamte Programm. Wer Strom braucht, zahlt 3 Euro, also dann ist man mit der Platzgebühr insgesamt auf 15 Euro. Dieser Stellplatz ist häufig sehr gut besucht, da viele von hier aus die Stadt Valencia besuchen. Für uns geht es am nächsten Morgen gleich weiter. Wir verlassen den Platz in Richtung Autobahn. Die Autobahn ist vom Platz nur etwa 4 Kilometer entfernt. So sind wir dann wieder auf der AP7, also Umfahrung Valencia, und es geht weiter in Richtung Süden.
Wir wissen aus Erfahrung, dass um diese Jahreszeit viele bevorzugte Camping- und Stellplätze voll belegt sind. Da muss man reservieren und das machen wir ungern. Deshalb suchen wir uns Plätze aus, wo wir wissen, dort bekommen wir einen Platz, ohne zu reservieren. Und somit fahren wir jetzt zum Stellplatz Villa Brisa. Wir fahren über die AP7 auf die A7, dann auf die A35. Das geht dann so ein bisschen ins Landesinnere. Und dann gibt es da so eine Querabkürzung und dann fährt man wieder runter Richtung Elche. Da muss man nicht fahren. Man kann natürlich auch an der Küste entlang fahren. Da wir dort aber nirgendwo Station machen wollen, nutzen wir diese Strecke. Man kann auch die A7 fahren, die fährt quer durch hier. Das ist etwas gebirgig dort. Dort hat man etwas mehr Steigung, deswegen fahre ich die nicht so gerne. Über die Maut braucht man sich jetzt ja keine Gedanken mehr machen. Es gibt jetzt ja keine Maut mehr, auch nicht mehr auf der AP7. Vorher auf der A7 gab es auch keine Maut. Insofern ist das jetzt alles egal, welche Strecke man fährt. Der Stellplatz Villa Brisa liegt etwa 3 Kilometer vom Meer entfernt. Und wir fahren jetzt runter Richtung Meer. In der Nähe des Stellplatzes gibt es weitere Stellplätze. Man hat somit immer eine Chance, dort einen freien Platz irgendwo zu finden. Wir erreichen am frühen Nachmittag den Stellplatz Villa Brisa. Hier ist ausreichend Platz, auch für unser gesamtes Gespann. Hier werden wir jetzt einige Tage bleiben und von hier aus unsere Reise weiter planen. Ja, so sieht's aus an meinem Arbeitsplatz, wenn ich hier am Videoschneiden bin. Aber darum geht's jetzt nicht. Ich möchte jetzt noch ein paar Fragen beantworten, die jetzt so innerhalb der letzten Zeit bei mir eingegangen sind. Warum fahrt ihr immer nach Spanien und nicht nach Portugal? Wir sind schon sehr häufig in Portugal gewesen. Oder sehr häufig ist nicht richtig, aber häufiger schon in Portugal gewesen. Wir haben auch die Iberische Halbinsel schon zweimal umrundet, kennen also da eine ganze Menge. Wir fahren jetzt in erster Linie nach Südspanien des Wetters wegen. Hier scheint die Sonne und wir als Norddeutsche vermissen die immer und deshalb sind wir hier so in Spanien. Jetzt wird dann auch schon mal gefragt, warum fahrt ihr immer die gleiche Strecke? Das stimmt nicht so ganz. Wir fahren auch andere Strecken, die wir runterfahren Richtung Spanien. Wir sind jetzt über Lyon gefahren, also den direkten Weg, die kürzeste Strecke, machen wir im Winter immer gerne, weil wir möglichst schnell im Süden sein wollen. Wir fahren schon mehr als 25 Jahre nach Spanien. So kennen wir fast jede Strecke, die möglich ist, hier runterzufahren. Und müssen sie nicht unbedingt nochmal wiederholen und besonders ungern im Winter. Auch das muss ich vielleicht mal erklären. Wir haben in den ganzen Jahren viele Länder oder fast alle Länder Europas bereist. Wir sind also auch schon in der Türkei zweimal gewesen mit dem Mobil. Wir sind auch in Marokko gewesen und auch natürlich in den osteuropäischen Ländern, so dass wir nicht nur nach Spanien fahren. Viele Sachen liegen eben vor der Zeit, als ich noch keine Videos gemacht habe für YouTube. Somit gibt es da auf meinem Kanal auch keine Videos zu diesen Reisen, die wir damals gemacht haben. Wir sind insgesamt bei allen Reisen, die wir, wenn man da die Kilometer zusammenzählt, habe ich mal ausgerechnet, sind wir etwa 750.000 Kilometer mit verschiedenen Mobilen durch Europa gereist. Und wie gesagt, und zweimal Türkei und einmal Marokko, also eine ganze Menge Kilometer. Und damit haben wir so ein bisschen auch schon von Europa gesehen, denke ich. Aber es hat uns in erster Linie immer in den Süden Europas getrieben, weil dort das Wetter immer meistens am schönsten ist. Mehrfach kamen Fragen zur Mautbox. Das vielleicht ganz kurz mal. Ich habe dazu 2 Videos gemacht oder ich glaube sogar 3 oder 4, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und zwar gibt es einmal eine Mautbox von Tolltickets für alle Fahrzeuge über 3 Meter Höhe und über 3,5 Tonnen. Und dann gibt es eine Mautbox von Bip & Go für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen und unter 3 Metern. Beide Boxen kann man online bestellen und ja, haben Kosten unterschiedlich. Da muss man einfach im Internet mal schauen. Ich habe, wie gesagt, dazu Videos gemacht. Wer da Interesse dran hat, muss da einfach mal reinschauen.
Ja, das soll so im Großen und Ganzen gewesen sein zu diesem Video. Ich werde natürlich weiterhin berichten. Wir fahren natürlich noch weiter. Wir werden ja insgesamt mindestens bis Mitte April, vielleicht sogar etwas länger in Spanien sein. Und wir werden einige Plätze anfahren, die wir schon mehrfach angefahren haben. Wir werden aber auch neue Plätze anfahren. Ich werde immer weiterhin darüber berichten. Hoffe, euch hat das Video so wieder so ein bisschen gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und hier zuschaut. Bis dahin sage ich bye bye, bis zum nächsten Mal.